Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten, und J. Grimm AG, ihrem Entsorgungsspezialisten. Wenn man in der Nacht nicht mehr schlafen kann, hat das schnell grosse Auswirkungen aufs Leben. Man ist gereizt, hat Stimmungsschwankungen und die Leistungsfähigkeit nimmt massiv ab. Ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. In der Schweiz klagt fast jede dritte Person über gelegentliche Schlafstörungen. Jede zehnte sogar über massive Schlafstörungen. Ein guter Schlaf wird in aktuellen Studien als Schlüssel für eine erfolgreiche Lebensgestaltung bezeichnet. Für Leute, die Nacht für Nacht kein Auge zubringen, ein schwacher Trost. Jahrelang schläft Benny Hess nur wenige Stunden jede Nacht. Er zieht sich immer mehr zurück und hat Angst vor dem, was es mit ihm macht. Der Dr. Daniel Brunner gibt Einblick, was bei Schlaflosigkeit abläuft und was man dagegen machen kann. Und die Christine Ramseier verzichtet bewusst auf den Schlaf in der Nacht. Seit 30 Jahren arbeitet sie nämlich dann, wenn die anderen ins Bett gehen. Zuerst zu der Geschichte von Irene Dörpfeld. Ihre Schlafprobleme haben vor gut 10 Jahren angefangen. Sie hat sich gestresst und ausgelaugt gefühlt, aber die Ärzte finden lange keinen Grund für die andauernde Schlaflosigkeit. Es wird langsam Nacht über der deutschen Kleinstadt Grenzach in der Nähe von Basel. Es ist die Tageszeit, die Irene Dörpfeld am meisten fürchtet. Über Monate kann Irene 2004 nicht oder kaum schlafen. Irgendwann habe ich Angst bekommen, vor der Abend zu wissen, jetzt wird es gleich dunkel, alle anderen machen sich jetzt fertig fürs Bett. Ich will das auch und ich mache das auch. Aber schon Angst, es klappt nicht, es klappt nachher nicht. Die Angst, wieder alleine die ganze Nacht da zu liegen und Gedanken kreisen. Denn desto länger das gegangen ist, ich konnte gar nicht mehr abschalten. Alles, was auch tagsüber noch gelaufen ist, nahm ich mit in der Nacht. Und wenn man schläft, baut man es ja wieder ab. Aber das ist nicht passiert. Die über Wochen anhaltende Schlaflosigkeit bringt sie an ihre Grenzen. Irene kann manchmal kaum mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich höre mein Gehirn knistern. Und da kriegst du wie eine Panikattacke. Was passiert mit meinem Gehirn? Habe ich das jetzt wirklich gehört? Habe ich das nicht gehört? War das echt? War das nicht echt? Es ist fast die Angst, durchzudrehen. Die Angst, in der Klinik zu enden. Und irgendwie, mein Leben ist vorbei. Schlaflosigkeit kennt die gebürtige Holländerin bisher nur von anderen. Irene ist verheiratet und hat drei Töchter. Mit äußerster Kraft gelingt es ihr, den Haushalt zu managen, sich um die Teenager zu kümmern. Es war ein Gefühl von Machtlosigkeit, das Gefühl von Verzweiflung, das Gefühl von, ich kann nichts tun. Und nicht nur ich leide, sondern auch meine Familie leidet. Ich kann mich erinnern an ein Erlebnis, als meine Kinder von der Schule heimkamen. Ich hatte gekocht und wir saßen am Tisch und meine Kinder guckten mich an und sagten, Mami, du siehst so müde aus. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich hatte auch Schuldgefühle, weil ich nicht das für sie sein konnte, der Moment, den ich sein wollte. Und da habe ich auch geweint vor meinen Kindern. Sie sind dann hoch und sind ins Badezimmer gegangen und haben ein Bad voll laufen lassen. Irene zieht sich damals oft zurück, geht alleine spazieren. Einmal, als sie sich in der Nacht wieder besonders einsam fühlt, hat sie den Eindruck, dass Gott zu ihr spricht. Und da kam so eine Frage, glaubst du, dass ich da bin? Und irgendwann sagte ich, ja, ich glaube das. Gott, ich glaube, dass du da bei mir bist. Da kam eine zweite Frage, die hieß, reicht dir das? Genügt dir das, dass ich da bin? Und als ich dann sagte, doch Gott, es reicht mir, dass du da bist. Das war das erste Mal in viele, viele Wochen, wo ich Friede spürte. Das Gefühl, ich bin wirklich nicht alleine. Und eigentlich seitdem, ich konnte nicht weiter schlafen. Auch in den Wochen darauf nicht. Aber die Angst vor der Nacht war wie weg.
Weil die Schlaflosigkeit andauert, wird sie nochmals untersucht. Die Ärzte entdecken nun, dass sie die sogenannte Hashimoto-Krankheit hat. Schrittweise zerstört sich dabei die Schilddrüse selber. Eine Nebenwirkung davon sind Schlafstörungen. Ja, es gibt einen Grund, warum ich das erlebe, was ich erlebe. Ich stelle mich nicht an, ich tue nicht, als ob. Es ist wahr, es gibt einen Grund und es war enorm erlösend. Ich konnte weiter nicht schlafen, aber es gab einen Grund, warum das so war. Die Krankheit kann jetzt medikamentös behandelt werden. So verschwindet die Schlaflosigkeit allmählich. Irene muss lernen, mit der unheilbaren Krankheit umzugehen. Der Arzt rät ihr besonders, Stresssituationen zu vermeiden. Einige Jahre geht es Irene gut. Stress zu vermeiden fällt Irene nicht leicht. Sie ist eine sehr engagierte Frau mit hohen Ansprüchen an sich selber. 2012 steckt die Lehrerin mitten in ihrer Weiterbildung als Heilpädagogin. Da stirbt eine liebe Freundin unerwartet. Die Schlaflosigkeit meldet sich zurück. Es war ein Schock. Das war, okay, jetzt fängt das Ganze wieder an mit dieser Schlaflosigkeit. Wie lange geht es diesmal? Was macht es mit mir? Ich hatte weniger Angst für die Dunkelheit, aber Ängste wie, ich spüre mich gar nicht mehr. Drehe ich denn jetzt den Glück gleich durch? Fliehe ich das Boot unter meine Füße? Irene kämpft sich noch einige Monate durch. Dann zieht sie die Notbremse. Es wurde alles zu viel. Irgendwie merkte ich, meine Batterie ist komplett leer. Ich wurde emotional, einmal habe ich angefangen zu weinen zu Hause, ohne irgendeinen Grund. Eine Pause zu machen oder zu reduzieren war für mich sehr schwierig. Ich wusste, ich enttäusche Menschen. Auch in der Schule mich krankschreiben zu lassen, fand ich sehr schwierig. Menschen verlassen sich auf mich. Und sie wissen, ich enttäusche sie, fand ich ganz, ganz schwer. Der Mix zwischen Stress, Ausbildung und Hashimoto-Krankheit ist zu viel. Irene bricht ihr Masterstudium ab. Zudem ist sie als Frau in den Wechseljahren. Die Hormone spielen verrückt, stören zusätzlich den Schlaf. Irene merkt auch, dass ihr der Perfektionismus immer wieder in die Quere kommt. Ja, ich habe mich wirklich als Versagerin gefühlt. Vor allem mich selber gegenüber. Ich bin nicht jemand, der schnell aufgibt. Und es war wie ein Stück ein Aufgeben. Ich habe gewusst, weitermachen liegt gar nicht drin, wäre auch sehr lieblos mir gegenüber. Aber man macht einfach weiter, weil man angefangen hat. Irene Dörpfeld ist dabei zu lernen, ihre Grenzen zu akzeptieren. Sie will weniger hart zu sich selber sein, sich öfters auch selbst verwöhnen. Wenn ich mir heute was Gutes tun will, dann kauf mir Blumen. Geh schön spazieren oder ich tue einen Kaffee nehmen. Geh in die Stadt, dann kaufe ich mir was Schönes. So von ich verwöhne mich selber. Oder ich ein heißes Bad nehme, tut mir gut. Mein Körper braucht mehr Zeit zum Regenerieren. Und mit dieser Grenze auch zu leben, sie nicht als Strafe zu empfinden, ich will das noch und jenes, geht nicht mehr, sondern es ist auch wie Gnade, dass ich nicht mehr alles muss. Bedingt durch ihre Krankheit wird Irene für immer anfällig für Schlafstörungen sein. Auch heute noch hat sie etwa 4 Nächte pro Monat, in denen sie schlecht schläft. Jeden Morgen wache ich mit Dankbarkeit auf, wenn ich geschlafen habe. Das ist für mich einer der schönsten Momente, im Tag gut geschlafen zu haben und so den Tag anzufangen. Das gibt Energie, das gibt Kraft und ja, das gibt neue Lebensfreude. Der Benny Hess kann jahrelang erst am Morgen früh einschlafen. Das heisst, er hat dann gerade mal 2 bis 4 Stunden geschlafen. Wie ein Waschlappen hätte er sich am Morgen an mich gefühlt. Erst mit der Zeit findet er heraus, was ihm helfen könnte und vor allem, wie er mit dieser Angst vor einer weiteren schlaflosen Nacht umgehen kann. Freie Zeit verbringt Benny Hess liebend gerne auf dem Motorrad. Die Erinnerungen an die Zeit, in der Schlaflosigkeit sein Leben bestimmt, sind selbst bei seinen Touren präsent. Zuerst ist natürlich die Frage, warum? Was ist los? Was ist der Grund, warum ich nicht schlafen kann? Ist es ein medizinisches Problem? Ist es psychischer Art? Und durch die Gedanken
ist natürlich Angst aufgekommen, Panik, bis irgendwann mein Körper sogar hat angefangen zu schlottern, zittern, so wie eine Art, wenn jemand eine Grippe hat, also definitiv Panik. Angefangen hat alles vor mehr als 10 Jahren. Benny fühlt sich gesund und auch nicht besonders gestresst. Ohne erkennbaren Grund liegt er stundenlang wach im Bett. In der Nacht darauf dasselbe. Ich bin normal, wie ich schon ins Bett. Wo diese Nacht genau das gleiche Szenario. Nicht können einschlafen, wach bleiben, auf die Uhr geschaut, irgendwann eins, morgen am 1. Und dann bin ich auf, habe irgendetwas getrunken, bin wieder ins Bett, wieder nicht können schlafen. Irgendwie nach Stunde auf die Uhr geschaut, festgestellt, es ist morgen um 5 Uhr. Benny geht zum Arzt, doch auch dieser findet keine Ursache für sein Schlafproblem. Während 3 Jahren schläft er nur wenige Stunden pro Nacht. Angst breitet sich aus. Der schlimmste Gedanke war, dass der Moment kommt, wo ich an der Arbeit nicht mehr funktioniere, wo man feststellt, nein, Benny, der checkt es nicht mehr, der kann es nicht mehr, der funktioniert nicht mehr. Also was ist das Naheliegendste? Gibt es vielleicht mal irgendwann eine Einweisung in die Psychiatrie, um mich eigentlich aus dem guten Umfeld, wo ich drin war, sei das familiär, sei das beruflich, sei das auch in der Kirche, in der Gemeinde, aus all dem raus, weg. Benny ist in Meiringen zu Hause. Er fühlt sich damals müde, unkonzentriert, zieht sich zurück. Bei seiner Arbeit als Betreuer in einer geschützten Werkstatt und in der Beziehung zu seiner Frau Anita. Wenn ich nach Hause kam, nach dem Feierabend, still war ich. Mich auch. Ich wollte zurückziehen, möglichst keinen Kontakt, keine Gespräche, keine Diskussionen. Und schon gar nicht irgendwelche Anforderungen, die man an mich stellen würde. Das hätte es gar nicht mögen haben. Schlafstörung war für mich ein Tabuthema. Weder mit Anita noch wollte ich darüber reden, noch mit jemand anderem. Ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich irgendwie doch müssen, das thematisieren musste, dass das in mir noch mehr Emotionen auslöst. Angst, Unruhe und Unsicherheit habe er verspürt. In dieser Waldhütte in Bönigen hat er sich damals häufig zurückgezogen. Dass es Benny schwerfällt, über seine Schlaflosigkeit zu reden, dafür hat Anita Verständnis. Ja, genervt hat das sicher am Anfang. Aber ich habe natürlich schon verstanden mit der Zeit, und zwar ziemlich schnell, dass genau das Fragen ihn wieder so auffühlt und sein Innere wieder so durcheinander bringt, dass genau aus diesem Grund er am Abend noch viel mehr Probleme sich macht. Ich habe mich ganz klar zurückgenommen, weil ich wusste, ich kann ja mit meinen Fragen oder mit meinen Ratschlägen nichts ändern an seinem momentanen Zustand. Benny Hess sucht damals Rat in verschiedenen Apotheken, auch hier in Meiringen. Heute braucht er etwas gegen seine Erkältung. Damals brauchte er ein Mittel, das ihn schlafen ließ, ohne ihn abhängig zu machen. Er kennt nur ein Ziel, unbedingt wieder einmal richtig zu schlafen. Damit der Druck zurückgeht. Also, schlussendlich ist ja das grösste Problem in dem Ganzen die Angst vor dem Nicht-Können-Einschlafen. Und da ist für mich irgendwie wichtig, wenn ich irgendetwas finde, wo ich darauf anspreche und ich tatsächlich wieder einschlafen kann, dann wird auch die Angst zurückgehen, dann wird irgendwie wieder eine Entspannung reinkommen ins Ganze. Und das war tatsächlich der Fall. Die Medikamente bringen Entlastung, machen ihn tagsüber jedoch müde. Für ihn trotzdem ein erster Lichtblick. Benny ist heute als Pastor tätig. Für ihn ist damals schon klar, dass er seine Ohnmacht bei Gott deponieren kann. Wenn dein Körper keine Kraft mehr hat, wenn du eine Art wie den Mut verlierst oder nur noch schwarz siehst, das waren schon so Momente in meinem Leben, wo ich gewaltig an Grenzen bekam und wo ich einfach wie vor Gott geschrauen habe, zum Teil wirklich geschrauen habe, dass er eingreift und dass er eine Veränderung schenkt in meiner Situation. Wenn ich irgendwie etwas erlebe, etwas, oder an etwas arbeite, mit etwas konfrontiert werde, dann kommt mein Hirn jetzt zu rotieren.
Und vor allem waren auch Sachen, wo ich mit Sorgen oder Ängsten konfrontiert wurde, wo es einfach mal darum ging, vertraue das Gott ab. Und bist parat, einfach Sachen loszulassen. Auch wenn du nicht auf alles eine Erklärung hast oder eine Antwort hast. Seine Frau Anita bleibt in der schwierigen Zeit ruhig, trägt so dazu bei, dass sich die Spirale der Angst und Schlaflosigkeit nicht immer weiter dreht. Ich denke, vom Typ her bin ich einfach sehr etwas Hoffnungsvolles. Aber für mich war das nie eine Frage, dass ich neu Hoffnung schöpfen musste. Es war einfach mehr die Frage, wann sehe ich Licht am Horizont in der Besserung von Benny, seiner Problematik. Wenn Benny heute in der Dämmerung von einer Tour nach Hause kommt, überwiegt nicht mehr die Angst vor einer schlaflosen Nacht. Medikamente braucht er nur noch in Ausnahmesituationen. Geholfen habe ihm auch, Abende ruhig ausklingen zu lassen, nichts zu unternehmen, was ihn zu sehr aufwühle. Heute ist auch Nadine, eine von zwei Töchtern, zu Hause. Ich finde, er macht einen viel besseren Eindruck als früher. Er kann sehr gut mit mir reden am Abend und ich kann ihm es nimmt ihn Wunder, was ich am Tag erlebt habe. Und dann kann ich ihm erzählen und es interessiert ihn wirklich. Es waren eigentlich verschiedene Sachen, die mir geholfen haben, dass ich mehr und mehr von diesem Stress, innerlichen Druck loskomme. Ich war mir bewusst, dass Gott darüber wacht, über meine Situation, dass es immer wieder schlussendlich Momente gegeben hat, wo ich schlafen konnte und wo ich mich wieder wie so regenerieren konnte. Und das Wissen, die Erfahrung, hat schlussendlich dazu geführt, dass ich ruhiger werde und von diesem Stress Angst vor dem Nicht-Einschlafen schlussendlich verlieren. Heute schläft er wieder gut. Gedankenblitze hat er immer noch, doch die handeln nicht mehr von den durchwachten Nächten. Bei beiden Geschichten kommt zum Ausdruck, dass die Angst vor dem Nicht-Einschlafen die Schlaflosigkeit noch verstärkt. Ich wollte mehr darüber wissen. Warum leiden die Leute an Schlaflosigkeit und vor allem, was kann man dagegen tun? Der Spezialist für Schlafmedizin, Dr. Daniel Brunner, hat mir die Frage beantwortet. Im Zentrum für Schlafmedizin der Hirslandenklinik in Zürich gehen Dr. Daniel Brunner und sein Team den Ursachen verschiedenster Schlafstörungen auf den Grund. Etwa für die Hälfte der Personen ist es wichtig, ihren Schlaf während der Nacht per Video zu überwachen und Hirnströme und andere Körperfunktionen aufzuzeichnen. Nicht aber bei Personen, die an Schlaflosigkeit leiden. Herr Dr. Brunner, wir sind hier im Überwachungsraum, wo aufgezeichnet wird, wie die Leute schlafen, wo mit Problemen zu ihnen kommen. Für wen ist so eine Schlafregistrierung wichtig? Also eine überwachte Schlafregistrierung ist vor allem für die Leute wichtig, die eigentlich denken, sie schlafen perfekt und gut und sie schlafen 8-9 Stunden, sie aber am Morgen niederhalten und bleiben schläfrig, können überall am Tag wieder einschlafen. Und so Leute muss man dann vermuten, dass eigentlich während dem Schlaf in der Nacht etwas nicht stimmt. Was ist denn mit den Leuten, die gar nicht schlafen können? Bei Leuten, die unter Schlaflosigkeit leiden, da ist die Aufzeichnung des Schlafs nicht hilfreich, sondern wichtig ist, dass man die Schlafqualität, wie ist das Problem entstanden, dass man die ganze Krankengeschichte und die Informationen vom Patienten erhebt. Und das passiert in der Sprechstunde. Grundlage dazu bietet ein spezieller Fragebogen. Die Antworten geben dem Spezialisten wichtige Hinweise, wo das Problem für die Schlaflosigkeit liegen könnte. Was sind denn die häufigsten Gründe für Schlaflosigkeit? Schlaflosigkeit, wir nennen das auch Insomnie, die entsteht bei vielen Leuten zuerst in einer Situation, wo eine hohe Anspannung besteht, also ein hoher Antrieb zum Wachsein. Wenn man zum Beispiel einen ungelösten Konflikt hat oder einen hohen Arbeitsdruck oder Krankheit oder Todesfall in der Familie. Das sind Situationen, wo die Leute einen starken Wachtrieb, wachhaltenden Reiz haben. Und der führt zu kurzem Schlaf und zu Schlaflosigkeit. Was wird denn aus Ihrer Erfahrung häufig falsch gemacht, wenn man unter Schlaflosigkeit leidet und gerne von dem wegkommt? Wir sehen häufig kontraproduktive Verhaltensmuster, dass die Leute probieren, einen kurzen Schlaf wettzumachen, mit länger im Bett liegen. Wenn jemand lange, intensive Sorgen sich um den Schlaf macht, dann fängt der Negativkreis an, dann fühlen sie sich an, aufregen, sind frustriert über die Schlaflosigkeit. Und je mehr sie probieren, zu schlafen und den Schlaf zu verlängern,
desto schlechter können sie schlafen. Was wären praktische Tipps, dass man besser einschlafen kann? Einer der wichtigen Tipps ist, dass man als Person mit Schlaflosigkeit in der Nacht nie weiss, wie spät es ist. Also man darf keinen Wecker und keine Uhrzeit sehen während der Nacht. Weil wenn jemand während der Nacht eine Information über die Uhrzeit überkommt, ist das für eine schlaflose Person immer eine negative Nachricht. Und eine negative Nachricht mitten in der Nacht kann man nachher für den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Was ist denn mit Schlafmedis? Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Betroffenen auch Druck oder Stress abbauen kann, dass man weiss, man könnte etwas nehmen, wenn es nötig wäre. Schlafmedikamente können schon Angst und Druck kurzfristig reduzieren, aber wenn man nicht am Hauptmechanismus, nämlich an der Sorge und an der Idee, der Schlafwelle herbeizuzwingen, arbeitet, dann helfen Schlafmittel nur, solange man sie nimmt. Und nachher ist die Situation wieder die gleiche wie vorher. Kann man dann geheilt werden von Schlaflosigkeit? Schlaflosigkeit kann bei den meisten Leuten gut geheilt werden, wenn man eine Person hat, die wirklich an den Ideen und an seinen Denkmustern arbeiten kann und auch bereit ist, Verhaltensmaßnahmen konsequent umzusetzen. Danke vielmals, Herr Dr. Brunner, für das Gespräch. Die kontraproduktiven Verhaltensmuster zu durchbrechen, ist etwas vom Wichtigsten, aber auch etwas vom Schwierigsten, wenn es darum geht, wieder gut zu schlafen in der Nacht. Darum fassen wir Ihnen die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Von bewusst gewählter Schlaflosigkeit handelt unsere letzte Geschichte. Christine Ramseyer arbeitet schon seit 30 Jahren als Pflegefachfrau im Spital. Und das häufig dann, wenn die anderen schlafen. Bis zu 7 Nächte pro Monat kümmert sie sich um ihre Patienten. Wir haben sie eine Nacht lang begleitet. Sonntagabend in Burgdorf. Die fünffache Mutter Christine Ramseyer genießt die letzten Minuten vor der Nachtschicht mit ihrem Mann Uli. Jetzt bin ich froh, dass ich vorher wirklich noch etwas hatte. Ja, genug trinken. Und nachher ist es meistens so, dass wir einfach zusammen noch schnell so ein bisschen Zeit nehmen, so ein bisschen zum Runterfahren, schnell schauen, was ist morgen, wie läuft es. Ich gehe meistens vom 8. bis so etwa 4. vor 10. Uhr gehe ich noch ein bisschen liegen. Ich schlafe zwar nicht, aber ich bin einfach ruhig. Christine ist 50 Jahre alt und arbeitet jeweils 2 bis 3 Nächte hintereinander. Heute steht ihr die 2. Nacht ohne Schlaf bevor. Ich schaue, dass ich nicht ein riesen Monsterprogramm mache. Das kann natürlich auch das kann mal sein, aber in der Regel schaue ich so ein bisschen einfachere Tage zu gestalten. Dass ich dann auch fit bin und Mann und die Nacht eben gut durchbringe. Sie hat es nicht weit bis zu ihrem Arbeitsplatz. Um 22.30 Uhr beginnt ihre Schicht im Spital Emmental in Burgdorf. Christine sieht in der Nachtarbeit viele Vorteile. Es ist ruhiger in dem Sinn, es ist nicht ein Physio rum, es ist kein Sozialdienst rum. Ich bin einfach als Pflegefachfrau da. Und die Leute melden sich eben, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie nicht schlafen können. Und ich habe probiert, auf die Wünsche einzugehen. Und es ist schön. Auf Christines Abteilung liegen Patienten mit verschiedensten Leiden. Von ihrer Teamkollegin erfährt sie, um wen sie sich in dieser Nacht besonders kümmern muss. Das variiert zwischen 18 und 23 Patienten. Jedes gibt mir seine Personen ab. Was noch zu machen ist, wie es nicht gegangen ist. Nach ärztlicher Anweisung bereitet sie die Medikamente für die Nacht vor. Eine Nacht ist stressig, wenn man verwirrte Leute hat, die einem aufweisen, sie dürfen zum Beispiel nicht. Sie haben Bettruhe und ziehen an den Schläuchen und wird gefährlich sofort auch. Sie sollten vielleicht nicht selber laufen, sind unsicher, stehen gleich auf und fallen um. So, das ist sehr, sehr stressig. Alle 2 Stunden schaut sie bei ihren Patienten nach dem Rechten. Okay. Boss, ich habe ein Schmerztröpfchen. Ist genug. Danke, ja.
Mir ist wichtig, dass sie spüren, dass ich sie ernst nehmen will. Die empathische Haltung ihnen gegenüber. Sie spüren, dass ich mich einfühlen und sie will als Persönlichkeit. Ich will selber auch so behandelt werden. Und ich denke, jeder Mensch ist ein Individuum, ist ja, einzigartig und wichtig. Um 3 Uhr morgens trifft sie sich mit den Kolleginnen der anderen Abteilungen zur Pause. Sie genießt den Austausch. Er hilft ihr, selbst schwierige Nächte zu meistern. Auch ihr Glaube ist dabei eine Stütze. Dass ich einfach das vor Gott bringen kann, was mich wirklich das Tiefste belastet. Wenn zum Beispiel Leute voll aus dem Leben rausgerissen werden oder vielleicht noch Kinder da sind, eine schwere Krankheit, eine tödliche Krankheit, durch Kinder zurückbleiben, dort habe ich Mühe. Die Arbeit im Spital ist nicht nur mental, sondern auch körperlich eine Belastung. Trotzdem hat Christine kaum Zeit, während einer Nachtschicht müde zu sein. Wenn wir zu wenig Leute sind und es ist mega viel Arbeit und ich mache ihnen nachher auch wieder den Patienten nicht gerecht, da gibt es manchmal schon so die Stimmung, jetzt mache ich nicht mehr. Oder so einen Frust auch. Seit 30 Jahren arbeitet sie regelmäßig in der Nacht. Für ihren Beruf musste sie über die Jahre auch Kompromisse eingehen. Für uns als Familie oder für uns als Ehepaar, das, ja, ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Weil wir beide eben am Wochenende arbeiten, immer so, ja, einfach nicht so die Unterbrüche von mal Leute haben oder frei haben. Trotzdem opfert sie die Nächte gerne für ihre Patienten. Einerseits halt, weil ich ring wach bleiben, mir macht es nichts aus. Und ich brauche dann den Tag wenig Schlaf. Und so ist es natürlich noch cool. Und wenn der Schlaf einmal ausbleibt, lässt sich Christine nicht stressen. Für mich ist jetzt das Ende eine Chance. Ich brauche dann die Zeit, halt, um etwas mir zu planen. Oder dort kommen mir viele Ideen. Und dann manchmal stehe ich auf und gehe mir das aufschreiben. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich auch erholen kann, wenn ich einfach liegen, ruhig bin, dass es nicht unbedingt immer einen Tiefschlaf braucht für mich jetzt. Dienstschluss. Gemeinsam mit dem Frühdienst bespricht sie die Nacht. An den Tagen nach einer Schicht spürt Christine den fehlenden Schlaf schon. Ich habe immer kalt nach diesen Tagen, wenn ich dauernd am Steinenküssel wärme, in Mikrowelle. Jetzt gehe ich bis um 10 Uhr schlafen, 10 Uhr, halb 11 Uhr. Und dann lege ich manchmal noch ein bisschen und bei 11 Uhr stehe ich dann auf. Das war es für heute. In unserem Wettbewerb verlosen wir 5 Jahresabonnements von der Zeitschrift «Aufatmen». Wenn Sie gerne eins davon möchten, dann schreiben Sie uns mit dem Stichwort «Schlaflos» bis am nächsten Donnerstag und nehmen Sie so an der Verlosung teil. Nächste Woche geht es beim Ruth Josuran um junge, innovative Leute, die bereits ihr eigenes Geschäft eröffnet haben. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Dann begrüße ich Sie zum Thema Winterzeiten aus Grindelwald. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Tage und gute Nacht. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten, und J. Grimm AG, ihrem Entsorgungsspezialisten.